Der Riesenbärenklau mit der botanischen Benennung Heracleum, auch Herkulesstaude genannt, fällt besonders durch seine beeindruckende Größe auf. Die aus dem Kaukasus stammende Doldenpflanze hat sich auch in anderen Regionen Europas breit gemacht und gilt als invasive Art. So schön die Pflanze anzuschauen ist, so gefährlich ist sie und gilt unter den krautigen Pflanzen als phototoxisch. Das heißt, in Verbindung mit Sonnenlicht bildet diese Staude toxische Substanzen, die bei Berührung zu brennenden Schmerzen, ja sogar zu Verbrennungen, ähnlich wie bei Quallen führen kann. Diese Pflanze bricht alle Rekorde bei den Staudenpflanzen und steht sogar im Guinness-Buch der Rekorde mit einer Wuchshöhe von stolzen 3,65 Meter. Die ein- bis mehrjährige Staude bildet Stiele mit einem Durchmesser von 2 bis 10 cm aus. Am Ende der leicht behaarten und oft mit purpurnen Flecken versehenen Stiele bilden sich weiße Riesendolden aus, wobei eine einzige Dolde bis zu 85.000 Einzelblüten umfassen kann. Der Riesenbärenklau vermehrt sich überwiegend über die Samen und wird hauptsächlich durch den Wind fortgetragen. Daher ist es so wichtig, die Blütenbildung dieses außergewöhnlichen Exemplars zu verhindern. Kommt es zur Samenbildung und deren Verbreitung, kann diese Art zu einem Massenphänomen werden und andere heimische Wildstauden verdrängen. Der Riesenbärenklau ist in Europa eine verhältnismäßig junge Pflanze, die erst wenig Eingang in die Kulturgeschichte gefunden hat. Eine Ausnahme stellt das Lied The Return of the Giant Hawkweed von 1971 aus dem Album Nursery Rhyme der Rockband Genesis dar, das satirisch den Riesenbärenklau als ernsthafte Gefahr darstellt. So heißt es unter anderem: Turn and run, nothing can stop them around every river and canal there, power is growing. Auf Deutsch: Kehr um und lauf, nichts kann sie aufhalten, an jedem Fluss und Kanal wächst ihre Macht. Begegnet man beim nächsten Spaziergang dem Riesenbärenklau, so denke man an diesen Song, halte einen gebührenden Abstand und bewundere das Naturphänomen aus der Ferne.